Hast du den Verstand verloren? Du hast gesagt, du wirst nicht wütend. Hast du Akela irgendwann einmal zugehört? Es ist kein Platz im Dschungel für diese Tricks. Wenn du das machen willst, mach es im Menschendorf. Aber ich helfe Balu, sich auf den Winterschlaf vorzubereiten. Bären halten im Dschungel keinen Winterschlaf. Was erzählst du ihm da? Keinen ganzen Winterschlaf. Ich mach Nickerchen, sehr viele. Ich sag dir was, du Scharlatan! Ich komme nicht umhin, heute diesen seltsamen Duft zu bemerken. Was ist das? Die Fährte, die ich wittre. Ich bin fast versucht zu glauben, es ist sowas wie ein Menschenjunges. Mowgli gehört zu meinem Rudel, Shere Khan. Mowgli? Es hat sogar einen Namen. Seit wann genau nehmen wir eigentlich Menschen im Dschungel auf? Er ist nur ein Junges. Zeig dir mein Gesicht nicht, was ein ausgewachsener Mensch tun kann. Kaum verlagert man sein Jagdrevier einige Jahre, vergessen alle, wie das Gesetz lautet. Ich helfe euch auf die Sprünge. Ein Menschenjunges wird zum Menschen. Und Menschen sind verboten! Entspann dich, Kleiner. Kein Grund auszurasten, Mann. Wo bin ich? Das ist eine Höhle. Und zwar meine Höhle. Du weißt nicht mehr, was los war, ha? Nein. Ich hab dir das Leben gerettet. Ja, ich hab dich den Klauen des Todes entrissen. Der Umarmung des Todes gewissermaßen. Und zu deinem Glück kam dein neuer Lieblingsheld, der alte Balu hier, aus Zufall da gerade vorbei. Kein großes Ding. Sag mir nur eins. Kannst du klettern? Ja. Gut, dann lass uns keine Zeit verschwenden und loslegen. Loslegen womit? Mit der Dankbarkeit, Kleiner. Dankbarkeit. Was meinst du mit Dankbarkeit? Dankbarkeit wofür? Wer ist da? Na, kleines Junges. Oh nein, hab keine Angst. Ich werde dir nichts tun. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich will nicht, dass es Ärger gibt. Es gibt keinen Ärger. Bist du allein hier draußen? Oh, das ist nicht gut. Wir sollten nie alleine sein. Ich warte auf einen Freund. Er kommt sicher gleich. Ich kann bei dir bleiben, bis er da ist. Wäre das in Ordnung? Ich passe auf dich auf. Nur du und ich, süßes Ding. Wer bist du? Erzähl, hast du schon mal eine Pawpaw gekostet da unten in Seoni? Manche nennen sie, wie war das? Papaya. Gestohlene Wörter. Ich sage Pawpaw, passend zu dem Geräusch, das sie macht, wenn sie auf den Dschungelboden fällt. Probier. Na los. Schmeckt gut. Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich bin der König der Bandalok. Nenn mich Nula. Vielleicht kann ich helfen. Der Junge hat recht. Vielleicht braucht er jetzt ein neues Volk. Nein. Ich habe ihn zu euch gebracht. Und nun bringe ich ihn dahin zurück, wohin er gehört. Das werde ich nicht zulassen. Er ist mein Junges. Wir wussten, dieser Tag wird kommen. Wir sind die einzige Familie, die er je hatte. Raksha. Nur dort wird er in Sicherheit sein. Schon gut, Ami. Ich werde nicht weit weggehen. Ich komme dich besuchen. Du darfst eins nie vergessen. Du gehörst mir. Mir ganz allein. Wo du auch hingehst, wie sie dich auch nennen mögen. Du bist auf alle Zeit mein Sohn.
Familie war eine der angesehensten in Jerusalem, bis wir betrogen wurden. Von meinem eigenen Bruder. Messala! Du weißt, wir haben nichts Falsches getan. Rom verlangt nach Blut. Ans Kreuz mit ihnen. Nein!